Assalamu alaikum. Ich möchte heute nochmal abschließen mit dem Thema Susa. Habe ich möchte noch ein paar letzte Worte dazu sagen. Einige haben mich kontaktiert wegen der Art und Weise, wie man auf das Thema Susa eingegangen ist und dass es halt manchmal persönlich und polemisch wurde. Und das mit den Memes und so hätten unterlassen sollen. Das mag vielleicht die Meinung des einen oder anderen sein, vielleicht ist es auch richtig, ich weiß es nicht. Ich meinerseits finde, dass es nicht falsch war. Und da mehr aus mehreren Gründen. Erstens, also er kommt ja aus einem Lager und seine Freunde und die sich für ihn, die ihn verteidigen wollten. Die kommen ja meistens aus dem liberalen Lager und in der liberalen Welt ist doch Satire und Sarkasmus ein Mittel und ein legitimes Mittel, um seine Meinung auszudrücken. Meine Meinung ist, dass Susa nicht ganz bei Sinnen ist. Und dass er nicht verlässlich ist und das Gedankengut, das er verbreitet, äußerst gefährlich ist, da derjenige, der dieses Gedankengut trägt, sich nicht mehr im Bereich des Islams befindet. Aber Susa verstrickt sich immer mehr und mehr in Widersprüchlichkeiten und es ist offensichtlich, dass er irgendeine Agenda verfolgt. Was es genau ist, weiß ich nicht, jedenfalls das, was er sich da zusammengebastelt hat. Das ist eine ganz neue Religion. Das hat nichts mit dem Islam zu tun und nichts mit irgendeiner islamischen Gruppierung. Das ist eine neue Religion. Und er verstrickt sich immer mehr und mehr in Widersprüchlichkeiten, die, ja, zum Beispiel seine Definition des Muslims. Der Muslim ist jeder, der nach Gerechtigkeit strebt und waltet und die Maximierung des Nutzens in der Gesellschaft bestrebt. Also nun gut, laut der koranischen Terminologie ist der Unglaube selbst Unrecht. Allah Ta'ala sagt, oder das Verleugnen der göttlichen Mitteilungen und der Offenbarung. Allah Ta'ala sagt, wo man azlamu mimman kadhaba 'ala Allahi au kadhaba bi ayati. Sprich, wer ist denn ungerechter als jemand, der Allah über Allah lügt, wie es Susa macht? Oder die Zeichen Allahs, die Verse, die Offenbarung Allahs leugnet. Und der Polytheismus ist eine Form der Ungerechtigkeit laut der koranischen Terminologie. Allah Ta'ala sagt, inna shirka la dhulmun azim. Der Schirk ist wahrlich ein gewaltiges Unrecht. Das heißt, das sind seine Definition steht hier in Konflikt mit diesen Versen. Entweder sagt er, dass das nicht unbedingt Unrecht ist, dann leugnet er hier diese Verse, oder er sagt, ja, das ist Unrecht, dann stimmt seine Definition nicht. Ebenfalls, er sprach davon am Ende seines Videos, auf das ich eingegangen bin, hat er Verse zitiert, um eben die Verurteilung Aishas radiallahu anha und der Frauen auszusprechen, wie zum Beispiel der Vers: Wer Allah und seinem Gesandten ungehorsam ist, der ist wahrlich weit in die Irre gegangen. Oder der andere Vers, in dem es heißt, dass dies Unglaube ist. Nun, dürfen wir jetzt über jemanden urteilen oder nicht? Wenn wir nämlich nicht über ihn urteilen dürfen, dann haben diese Verse also gar keine Relevanz zum Thema. Und wenn wir über sie urteilen dürfen, dann heißt es, dass wir auch nach dem Status quo gehen. Und das hat er ja abgelehnt. In seiner Behauptung, dass man über niemanden sagen kann, er sei ein Ungläubiger, weil man nicht weiß, wie er stirbt. Allah Ta'ala sagt,
ومن يطع الله وأطيع الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. Gehorcht Allah in seinem Gesandten, und wenn ihr dies nicht tut, dann wisset, Allah liebt die Ungläubigen nicht. Das heißt, hier wird das absolute Ungehorsam, das komplette Abwenden von den göttlichen Offenbarungen als Unglaube bezeichnet. Laut Susa muss das aber kein Unglaube sein, solange man hedonistische, also nach seiner Auffassung, er ist sowas wie ein Hedonist, also nach seiner Auffassung ist die Lebensphilosophie liegt nur darin, dass Nutzen zu maximieren und die Gelüste und Interessen des Menschen zu maximieren, und das ist der Muslim. Wer das macht, ist der Muslim. Ebenfalls eine Aussage über den Zina, der voreheliche Geschlechtsverkehr, dass dieser, wenn er mit gegenseitigem Einvernehmen passiert und die Leute das wissen, dann ist es kein Zina. Das ist natürlich auch eine ganz witzige Sache, denn er ist ja der große Linguist, der auf die etymologischen und linguistischen Ursprünge der Wörter darauf pocht, dass man das unbedingt mit einbezieht bei der koranischen Auslegung. Wie wird denn der Zina in den linguistischen in den linguistischen Werken, lexikografischen Werken, wie wird er denn definiert? Als Geschlechtsverkehr ohne gegenseitiges Einvernehmen oder als Geschlechtsverkehr vor der Ehe? Zumal das auch wieder mit dem Koran im Widerspruch steht, denn Allah Ta'ala sagt ja: وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ. Und die Unzüchtige und den Unzüchtigen, die peitscht beide 100 Mal aus. Wenn das jetzt zwei Personen sind, in dem Vers ist ja die Rede von zwei Personen und bezeichnet sie als Ehebrecher. Oder Affan, nicht Ehebrecher, das Wort ist hier vielleicht nicht ganz richtig, weil hier in dem Vers geht es um vorehelichen Geschlechtsverkehr, nicht um Ehebrecher. Also die Zania und den Zani, also die männliche Person und die weibliche Person, die vorehelichen Geschlechtsverkehr haben, ihnen wird hier gegen sie wird die Sanktion erhängt. War das jetzt eine Vergewaltigung oder ist das jetzt mit Einvernehmen passiert? Weil wenn das eine Vergewaltigung war, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass die Frau bestraft wird. Und wenn es keine Vergewaltigung ist, dann ist es ja mit gegenseitigem Einvernehmen passiert, und das heißt, sie werden aber hier, gegen sie wird die Sanktion erhängt. Das heißt, es handelt sich hier um eine, laut dem islamischen Gesetz, um eine Straftat. Also wie gesagt, für mich ist dieser Fall erstmal abgeschlossen. Das wird ja mit dem nur Tag für Tag schlimmer und schlimmer. Und die Muslime sollten ihm nicht viel Aufmerksamkeit schenken und ihn so weit wie möglich meiden, damit er mit der Zeit selbst von der Bühne verschwindet. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum.